Die Voraussetzungen für eine gute Kommunikation sind Respekt und Wertschätzung. Wie können diese Ideale von den Mitarbeitenden sichergestellt werden? Die Patientinnen müssen das sichere Gefühl haben, dass ihre Meinungsäußerung, egal ob lobend oder kritisch, willkommen ist. Wenn die Mitarbeitenden im Beschwerdemanagement deutlich machen, dass sie Kritik oder allgemein Feedback ernst nehmen und dass sie darin eine Chance für Verbesserungen sehen, ist das für PatientInnen ein gutes Zeichen. Ich erinnere mich, dass manche PatientInnen Angst hatten, als QuerulantInnen dazustehen, wenn sie sich beschweren und dass sie dann in Zukunft schlechter behandelt werden. Ja, verständlich. Diese Sorge muss ihnen genommen werden. Denn wenn PatientInnen erkennen, dass das Krankenhaus sich um die artikulierte Beschwerde direkt und patientenorientiert kümmert, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich mit ihrem Anliegen an andere, externe Stellen oder zum Beispiel die Presse wenden. Die erste Reaktion auf eine Beschwerde ist daher besonders wichtig. Erinnerst du dich an Situationen, in denen das Gespräch mit Patientinnen emotional oder aggressiv wurde? Auf jeden Fall, das gehört dazu. Denn wenn es um die Gesundheit von Menschen geht, ist das ja etwas sehr Zentrales. Hier brauchen Mitarbeitende im Beschwerdemanagement unbedingt Skills, deeskalierend, höflich und professionell zu bleiben. Ich habe mir immer gesagt, nicht ich persönlich werde angegriffen und es geht nicht um mein persönliches Fehlverhalten. Das hilft. Die Mitarbeitenden im Beschwerdemanagement werden im besten Falle zu Vermittlern zwischen Patientinnen und Krankenhaus. Sie unterstützen bei der Aufklärung und der konstruktiven Lösung der Situation. Dabei die Balance zwischen Empathie und Verständnis des Patienten einerseits und die Loyalität zum Haus andererseits zu finden und zu halten, ist für Beschwerdemanager nicht immer einfach. Rückmeldungen sollten ja im Allgemeinen schriftlich erfolgen, damit transparent ist, welche Informationen die BeschwerdegeberInnen bekommen haben. Wann genügt es vielleicht, nur mündlich zu kommunizieren und was sollte ich bei schriftlichen Rückmeldungen beachten? Unkritische Beschwerden, zum Beispiel wenn ein Patient die geringe Auswahl im bedside installierten Entertainment-System bemängelt, die können gerne auch niedrigschwellig vor Ort und ohne schriftliche Kommunikation gelöst werden. Bei komplizierten, zum Beispiel behandlungsbezogenen Beschwerden, braucht es eine schriftliche Stellungnahme. Eine gute Stellungnahme ist sachlich, wertschätzend und faktengestützt. Spekulationen, was hätte anders laufen können, sollte man unbedingt vermeiden. Besser ist es, wenn gezeigt wird, was das Krankenhaus aus der Beschwerde gelernt hat und was in Zukunft anders gemacht wird. Also eher vorsichtig sein, denn im Zweifel könnte die Rückmeldung ja juristisch relevant werden. Ja und nein. Das Eingestehen von Fehlern kann den Patientinnen zeigen, dass ihr Anliegen berechtigt ist. Dann bringt es ihnen Bestätigung und beruhigt die Situation. Aber klar ist auch, wenn durch ein Eingeständnis klar wird, dass man den medizinischen Auftrag nicht erfüllt hat, kann das juristische Konsequenzen haben. Hier sollte also eine Stellungnahme nicht hastig geschrieben werden. Im Zweifel können die hauseigenen Experten aus der Rechtsabteilung oder Öffentlichkeitsarbeit hier helfen. Mit der Rückmeldung ist die Beschwerde ja in der Regel abgeschlossen. Aber was sollte dann danach noch folgen? Dann folgt eigentlich der Teil, der ein Beschwerdemanagement für Krankenhäuser zum wertschöpfenden Element macht. Quasi kostenlose Verbesserungsvorschläge von Patientinnen können in interne Projekte und Maßnahmen überführt werden. So manches klinische Risiko verbirgt sich hinter den detaillierten Beschwerdeäußerungen. Deshalb muss das Beschwerdemanagement unbedingt mit dem klinischen Risikomanagement im Haus verzahnt sein. Diese Vernetzung ist ja auch für die Mitarbeitenden im Beschwerdemanagement befriedigend. Sie tragen so dazu bei, dass es nachhaltige Verbesserungen gibt. Mir hat das sehr geholfen als Ausgleich für die manchmal herausfordernden Situationen. Den Stimmen der Patientinnen und Patienten Gehör zu verschaffen, das ist nicht nur ein wichtiger Anspruch, sondern auch eine großartige Aufgabe.